Bei Kunst und Krempel im Stift Herzogenburg werden heute Dimensionen gesprengt. Eine überlebensgroß gemalte Dame stellt ihren Besitzer vor enorme Herausforderungen. Denn sie nimmt in seinem Leben einen recht großen Platz ein. Jetzt habe ich die einzige Wand, wo es passt, die Kaminwand. Dort sollte ich eigentlich einen Ofen aufstellen, aber es ist der einzige Anschluss, aber da hängt das Bild davor. Also möchten Sie es schon gern verkaufen, oder? Von der Größe her, nicht vom Motiv und nicht, weil es, sondern einfach, weil es riesig ist, das Ding. Ne? Also mir selber gefällt das auch sehr gut, das Bild. Aha. Meine Frau kann sich dafür nicht recht begeistern. Eine Dame, die 32 Jahre daheim ist, darf man doch nicht einfach, oder? Es gibt welche, die wechseln jährlich ihre Damen, also so ist es nicht. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, eine große Dame, die Sie uns da mitbringen. Haben Sie das gekauft oder geerbt? Ich habe es gekauft. Gekauft. Man muss sagen, monumental, denn monumental ist eben überlebensgroß. Und das ist eine Riesin. Mich interessiert, wieso kauft man so ein großes Bild? Hatten Sie einen Platz? Ich wollte damals mir ein Biedermeierzimmer einrichten, obwohl das ein bisschen später ja ist. Aber das war damals das Einzige, was ich gefunden hatte. Und das mit den Möbeln hat sich auch zerschlagen, weil sie viel zu teuer waren oder nicht greifbar waren. Jetzt habe ich nur dieses Bild daheim hängen gehabt. Im nackerten Zimmer nur dieses Bild? Nein. Ja. Na, sehr normale Möblage dazu. Ja, das geht genauso. Ja. Und darf ich fragen, was Sie bezahlt haben? Ich habe damals 7.700, also 110.000 Schilling bezahlt. Also 107.700 Euro. Gut, also was wir sehen, erinnert ja sehr stark an die frühe Münchner Jugendstilmalerei. Mir fällt da der Name Kaulbach ein. Kaulbach ist ja eine der drei großen Münchner Malerfürsten, neben Stuck. Lehnbach und Kaulbach, die alle über große Villen verfügten, die sie sich mit Pinsel und Öl ermalt hatten. Muss sich mal vorstellen, durch Malen Häuser hinzukriegen. Und sie hielten darin Hof, sie sammelten die Aufträge ein, vor allem was Porträts angeht. Kaulbach hat auch viele Porträts gemalt, aber hier sind es allegorische Figuren, die man zum Raumschmuck verwendete, um seine Neigung zu den Musen deutlich zu unterstreichen. Die Frage ist jetzt, wie weit das mit Kaulbach persönlich zu tun hat. Das Bild ist ja bekannt in der Literatur. Es dürfte auch die gleiche Größe haben. Ja. Ich habe ein bisschen Probleme, obwohl die malerische Qualität beim näheren Hinschauen in gewissen Details gar nicht so schlecht ist. Wenn man die Hände anschaut, wenn man den Kopf anschaut, erscheint das trotzdem möglicherweise eine Kopie zu sein. Richtig, ja. Wissen Sie Näheres irgendwie über die Geschichte? Haben Sie da? Ich habe den Pater Gregor vom Stift Göttingen gebeten, dass er sich das anschaut. Und der hat der Meinung, es sei ein gewisser Del Marco. Der ist in der Kunstgeschichte vermerkt, also im Werkverzeichnis von Kaulbach ist er erwähnt als Kubist. Ja. Und der Kaulbach hätte ihn verklagt. Und zwar 1887. Okay. Soweit haben wir das aus der Literatur rausgekriegt. Ja. Also wenn man einen Kubisten verklagt, muss man ja dahinter die Idee haben, der betrügt, nicht? So ist es. Ja. Wir wissen, dass Kubisten ja unter anderem den Auftrag haben, wenn sie etwas in Museen kopieren, dass sie die Größe extrem verändern. Das heißt, sie können halt in jedem Museum der Welt alle möglichen wunderbaren Bilder kopieren, nur dürfen sie sie nicht 1:1 kopieren, weil die Gefahr dann des Missbrauches natürlich über zweite Generation oder dann über fünf Ecken ist es dann plötzlich und dann ein gibt Rennbar, es ne? Ehrliche Kopisten, die schreiben vor den Namen, ihren Namen schreiben sie dann N. Punkt. Und dann also nach oder sie schreiben COP oder sie kürzen das ab auf C kopiert. Das ist kein Vorname, sondern ein Hinweis auf eine ehrliche Kopie. Und dahinter steht dann der Name des originalen Künstlers. Kopie nach. Selten des Kopisten. Wie kommt dieser Kollege aus dem Stift Göttweig dazu, es diesem Del Marco zuzuschreiben, nur weil es das in der Literatur gegeben hat? Es gibt hier keinen Hinweis auf dem Bild. Auf dem Bild direkt nicht, aber ich habe eine kleine Fotorepro vom Kaulbach habe ich ihm gegeben. Ja. Oder dass es vielleicht Atelier auch ist? Atelier.
dass es auch mal, denn es gibt ja für mich, muss ich ehrlich sagen, es gibt für mich jetzt keinen Hinweis, dass es dieser Del Marco sein muss. Ich meine, das ist zwar eine tolle Geschichte, weil ich denke, Sie werfen da die Flinte zu früh ins Korn, weil ich würde eher schauen, ob ich nicht eine Werkstattarbeit aus dem Bild herauslesen könnte. Also da jetzt nicht, dass ich der Kalbach, ich bin kein Kalbach-Spezialist, ja, ja. Aber wenn ich mir die Hände anschaue, das Inkarnat anschaue, ja. Wenn ich mir den Kopf anschaue, es ist natürlich sehr offen gemalt, aber so schlecht ist das nicht. Ja. Und dass das eine Kopie ist, die dann nicht als solche gekennzeichnet ist und dass das gerade mit dem Herrn, warum kommt das Bild dann nach Österreich und so weiter. Also ich gebe Ihnen einen folgenden Tipp. Ja. Schauen Sie sich um, wer heute wirklich Kalbach-Spezialist ist und zeigen Sie dem das Bild. Ja. Und werfen Sie die ganze Geschichte mit dem Del Marco oder nicht einfach in die Schublade, nicht okay. Weg, aber in okay. Die Schublade, weil das ist durch nichts bewiesen. Ja. Das ist ein dekoratives Bild, das durchaus in der Zeit entstanden ist. Warum soll das nicht Werkstattarbeit sein? Warum soll das nicht, ich sehe darin auch jetzt nicht unbedingt eine Kopie. Das ist ein durchaus autochtoner und ordentliche Malerei. Ich meine, das ist nicht jedermanns Gusto, aber ich würde dann noch einmal recherchieren. Okay. Und wo sind diese Spezies? Da sitzen in München. In München. Ich glaube, die Monographie ist von einem Herrn Zimmermann. Geschrieben. Ja. Also das wirklich noch einmal. Das Foto schicken, sagt das Hammer. Ja. Was glauben Sie? Ja. Vielleicht kommt irgendwas Gescheiteres raus okay. Als diese Del Marco-Geschichte. Okay. Dekorativ ist es. Ja. Sie wissen auch einen Preis, was Sie gezahlt haben. Ja. Es ist für diesen Schwebezustand ein bisschen viel Geld, weil das sind doch 7.000 oder 8.000 Euro. Ich weiß nicht, werden Sie das einmal übernehmen? Möglicherweise, ja. Möglicherweise. Also vielleicht können Sie jetzt schon unterstützend tätig sein bei den Recherchen. Es ist ja sehr dekorativ. Und ja. Okay. Danke vielmals und auf Wiedersehen. Dankeschön. Wiedersehen. Vielleicht haben Sie ja doch einen echten Kaulbach. Wäre das nicht wert? Das hat mich sehr erstaunt, dass also meine Recherche über den Dr. Lechner nicht 100% sein könnte, sollte. Und dass vielleicht in München Fachleute sitzen, die das noch besser beurteilen können. Das würde mich natürlich auch freuen.